Guten Morgen. Ich habe hier geschlafen. Hier hat Marvin geschlafen. Und hier hat Helmut geschlafen. Das war unser Schlafplatz gewesen. Und hier ist Frühstück. Schönes Haus mit Modeln. So, langsam kommen Blasen. Wir machen mit diesem Wasser hier, wie heißt das Ding? Rumtee. Das ist echt schon mal ein Unterschied. Ne? Rumtee. Dankeschön. Von Lixada. Genau. Der Nachbau, den ich da habe, ne? Wenn du ein Original Tang hier daneben in der Hand hast, das ist 100% das Fleisch. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Helmut hat Essen verloren. Er hat sich hier drauf gesetzt und dann ist nach hinten gefallen. Und dann ist das Essen hier ausgelaufen. Das heißt, er kocht jetzt Nudeln neu. Und wir haben gleich kein Wasser mehr schon hier. Wir haben aufgegessen, außer Helmut, der isst noch. Und ich und Marvin, wir gehen jetzt nach da oben hoch hin. Zu diesem Gipfel von diesem Fels da. Damit wir von da oben runter gucken können. Ah, guck mal, das da drüben, das sieht irgendwie so aus, als ob das hier überhaupt gar nicht hergehört. So ungefähr. Als ob das irgendwie, weiß nicht, von der Wüste kommt oder sowas. Ja, wir sind zwar noch nicht da oben auf diesem Gipfel drauf, sondern hier, weil hier sind wir drauf, wo hier Aussichtspunkt ist. Und jetzt laufen wir zu diesem Gipfel hoch. Da, wo ich vorhin mit Finger gezeigt habe, da, oder ich weiß nicht, ob ich das mit Finger gezeigt habe, aber zumindest habe ich das gezeigt, wo wir gleich hochlaufen, oder jetzt hochlaufen. Hier vorne ist auch eine Aussichtsplattform. Wir kommen immer höher, zu dahin, wo wir gleich hin müssen. Ja. Ein falscher Schritt oder sowas, und dann fällt man mit dem Kopf ganz weit runter. Und ja, wir müssen da oben rauf.
Ja, ja. Hier, da oben ist dieser Kreuz. Ja, wir sind hier auf der Spitze drauf. Das hier, wo hier dieser Kreuz ist, das ist dieser, wie heißt das Ding? Das ist dieser höchste Punkt von diesem Berg. Und da ganz hinten, ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, aber da ganz hinten, da haben wir gestern gepennt. Und da unten, da wo diese Häuser sind, das ist diese Ortschaft, wo wir gestern langgelaufen sind. Das ist diese Ortschaft, wo es doch nicht mal Einkaufsläden gibt. Noch nicht mal Biergeschäfte oder sowas. Weil wir jetzt schon wieder kein Wasser haben, werden wir gleich, wenn wir hier runtergelaufen sind von diesem Berg, werden wir auf jeden Fall gleich erstmal da runterlaufen. Und da werden wir Wasser auffüllen, damit wir Wasser trinken können. So, jetzt runterlaufen. Ja, hier ein falscher Tritt und dann fällt man hier ganz weit runter. Und dann fällt man da ganz, ganz tief auf den Kopf drauf. Und sobald man das geschafft hat, dass man ganz tief mit dem Kopf da runterfällt, dann spritzen die ganzen Gehirnzellen aus den Ohren und aus der Nase und aus den Augen raus. Und dann wird das da unten irgendwie verteilt mit den Gehirnzellen. Und dann kann dieser Berg noch stärker wachsen, weil wegen dem mehr Gedankengut. Und jetzt runter zu gelaufen, Start kommt. Also erstmal zu dorthin, wo Helmut ist. Und mal gucken, ob der schon aufgegessen hat. Aber genau da sind unsere Sachen. Da werden wir einpacken. Dann auf jeden Fall diese Ortschaft runter zu laufen, weil ich habe langsam schon wieder Durst. Ich habe Bock zu trinken. Marvin hat eine Box gefunden mit Zettel und Stift und wir haben uns da eingetragen. Extra für mehr Reichweitenerweiterung. Genau deswegen haben wir es gemacht. Diese Box, die hat sich hier drunter befunden. Ja, jetzt weiter zu gelaufen nach da unten hin. Eichelberg. Das heißt, Eichelberg heißt das. Da waren wir gerade drauf. Das hier, das ist dieser Eichelberg von dieser Perspektive aus.
Guck mal, Marvin. Ja. Der da. Ja. Der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Vielleicht. Aber bestimmt so einiges. So, wir sind jetzt da, wo wir gepennt haben. Hier in dieser Stelle. Und die Sachen sind gepackt. Und jetzt... Der Tag beginnt. Kurze Videounterbrechung, weil ich habe einen Bierpower machen zu gehen. Also werde ich jetzt erstmal dieses Bier hier öffnen. Geprost. Dieses Mal ein polnisches Bier. Das hat mir ein Zuschauer in die Hand gedrückt. Vielen Dank dafür, als ich letztens mit ein paar mehr Leuten bei Flatti war. Und da habe ich unter anderem auch für meinen Nebenkanal Kunsturin ein paar Aufnahmen gemacht. Genau. Und davon habe ich jetzt dieses polnische Bier. Das schmeckt auf jeden Fall interessant. Ich finde, das schmeckt so ein bisschen nach Apfelsaft. So ungefähr. Und genau, ich werde das jetzt austrinken und dann gehe ich raus und werde das Bierpower machen gehen. So, ich bin draußen auf der Suche nach einer Bierpowerstange und in der letzten Donation habe ich eine Mitteilung erhalten. Und zwar Lydia Lentsch, dein Sohn Markus hat mir berichtet, dass du momentan im Krankenhaus liegst und dass es dir nicht so gut ergeht. Das klingt auf jeden Fall echt gar nicht schön. Ich wünsche dir beste Besserung, schnellste Genesung und dass du so schnell wie möglich wieder auf Beinen kommst. Und auf die schnellste Genesung werde ich dir innerhalb dieser schweren Zeit eine Freude zuzubereiten und auf dich ein Bierpaar machen gehen. Ich grüße dich, Lydia Lentz. Auf das, dass du schnellstmöglich wieder gesund wirst, Lydia. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Wir sind da, wo diese Straße hier ist. Und jetzt laufen wir hier ins Dorfinnere. Wir sind jetzt gerade hier in dieser Ortschaft drin. Und wir laufen jetzt zum Friedhof, um hier diese Wasserflaschen aufzufüllen. Und diese Ortschaft heißt Busenberg. Guck mal, dieser Berg da vorne. Da oben mit diesem Kreuz drauf, dieser Stein. Ja, da waren wir heute vorhin drauf gewesen. So, sind jetzt hier beim Friedhof angekommen. Jetzt erstmal Wasser holen. Das Wasser ist aufgefüllt. Hier, wir fahren mit Bus. Wir sind hier in Reichenbach und das hier, das ist eine Umsteighaltestelle. Das heißt, wir warten jetzt auf einen anderen Bus, der gleich bald oder so kommt. Oder weiter zu gefahren. Unser Bus kommt hier vorbeigeschoben. Jetzt hier einsteigen.
Wir sind hier, wir sind in Dahn angekommen. In dieser Ortschaft. Und da ganz hinten, da ist Edeka. Richtig geil. Wir sind hier bei Edeka und jetzt Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Gib Wurst. Endlich wieder Bier trinken. Achso, dieser E-Center oder Edeka heißt das. Das hat noch kein Schild, deswegen konnte ich dieses Schild nicht zeigen. Das wird gerade da oben angebracht, dieser Edeka-Schild. Gib Wurst. So, unser Bus ist angekommen. Jetzt dort einsteigen. Wir sind umgestiegen. Wir sind hier in Pirmasens oder wie das heißt. Ja, genau so heißt das. Und gleich steigen wir im Zug ein, wenn er irgendwann angerollt kommt. Unser Zug steht hier schon. Jetzt sind wir am Zug drin. Prost. Ich mag Bierzüge. Wir sind hier in Kaiserslautern angekommen. Wir sind hier in Kaiserslautern angekommen. Das ist auch ein Umsteigebahnhof. Naja, unser Zug ist da. Wir sind in Mannheim angekommen. Jetzt laufen wir nach Mannheim rein. So wie eben gerade gesagt, sind wir jetzt in Mannheim und Helmut wohnt in Mannheim und der möchte ganz kurz nach Hause kommen. Und deswegen haben wir uns jetzt getrennt. Aber wir treffen uns dann später wieder. Genau, wir machen heute für den restlichen Tag hier so eine Mannheim-Tour. Wir sind hier bei Burger King und ich glaube, ich hole mir eine Kleinigkeit hier vorne. Zum Fressen. Ja, ich habe mir gerade so einen 2-Euro-Burger geholt. Und jetzt laufen wir zur Rewe. Wir sind bei dieses Rewe angekommen. Und jetzt werden wir Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Ja. So, wir haben Bier und noch mehr Sachen gekauft. Und wir haben Helmut getroffen. Ja. Und Helmut, der holt uns jetzt gleich Döner. Mit den patentierten Zugspitzenschuhe. Ja. Ja, ja. Ihr kennt die noch, ne? Von der Altenbergwanderung. Ja. Wir sind ein bisschen weiter gelaufen und wir sitzen jetzt hier rum. Und jetzt warten wir auf Helmut und der kommt jetzt gleich. Ich glaube, da ganz hinten, wo dieser Licht ist, Fahrradlicht ist, da kommt Helmut hier herbeigefahren. Mit den Döners. Ja, ja, das ist er. Helmut hat Döner geholt. Ja. Besten Dank. Und jetzt prüfen, wie dieser Döner schmeckt. Döner ist aufgegessen und das hat irgendwie so durchschnittlich geschmeckt. Ja. Nichts. Und da waren Pommes drin. Ja.
So, wir laufen jetzt durch Mannheim durch und suchen einen geeigneten Wildcamp-Zeltplatz in Mannheim zum Rumschlafen. Und hier, meine Tasche ist eben gerade auseinandergefallen. Ich muss den wieder richten. Und hier, ich habe so einen richtigen Vollfettloch reingemacht. Da ist auch meine Wasserflasche irgendwie rausgefallen, weil ich wieder aufgehoben habe. Aber genau, das läuft gut. Das ist richtig geil. Wenn ich zu Hause bin, muss ich das alles zusammennähen, falls das nicht noch weiter aufreißen sollte im Vorher. Aber ich habe Nähzeug für einen Notfall dabei. Aber ich habe gerade keinen Bock zu nähen. Deswegen lasse ich das erstmal so. So, wir sind jetzt gerade hier in so einem Unterstand. Und zwar das hier, das hat hier einen Boden und das hat hier ein Dach. Und das ist so ziemlich in der... Hier in Mannheim, direkt beim Schloss irgendwie so in der Nähe. Auch relativ Zentrum. Da hat uns Helmut hergeführt zum Pennen. Direkt an meiner Straße, hier ist die Helmut-Kohl-Straße. Ja. Genau, da hinten ist Mannheimer Schloss irgendwo, unten die Helmut-Kohl-Straße. Genau, da. Ja, ich finde das auf jeden Fall angenehmer Abend. Ja. Fette geile Tour. Ja. Auf jeden Fall, war richtig gut. Ja. Ja. Wiederholt. Ne? Machen wir. Und gut nach Hause, ja. Auf jeden Fall. Ja. Provinator. Jo. War auf jeden Fall cool gewesen. Jo. Gut. Marvin hängt hier rum. Und ich habe meinen hier hingepackt, auf dem Boden. Auf diesen dreckigen, oder... Ja... Ist noch nicht so dreckig. Nee, eigentlich nicht. Das ist ein Boden, heißt das. Da habe ich das draufgelegt, meinen Schlafplatz, worauf ich heute pennen werde. Und Marvin pennt heute hier, da wo der jetzt drauf liegt. Genau. Und hier ist überall Verkehr in der Nähe. In der Nähe von der Helmut-Kohl-Straße. So, wir haben jetzt kurz nach Mitternacht, also kurz nach 0 Uhr und um 5.30 Uhr müssen wir aufstehen, weil um 6 Uhr müssen wir spätestens eingepackt loslaufen, damit wir pünktlich zum Zug kommen. Und das wird wieder anstrengend morgen früh sein. Und deswegen, weil das noch anstrengender wird, wenn wir noch später schlafen gehen, legen wir uns jetzt schlafen. Würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Auferstanden! Wir haben das voll früh. Es ist noch dunkle. Wir haben jetzt keine Ahnung, 20 vor 6 oder so. Und wir müssen spätestens 20 Minuten alles eingepackt haben und dann zum Bahnhof hinlaufen. Weil dann kommt unser Zug. Ich bin voll müde. So, wir sind jetzt richtig aufgewacht. Wir haben hier Sachen gepackt, komplett, und Marvin auch. Und jetzt zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt. Ich bin voll müde. Wir sind gerade gestartet, da hinzulaufen zum Bahnhof. Also weit ist das nicht, vom Schlafplatz bis zum Bahnhof. Wir sind hier in diesem Tunnel angekommen. Da, wo die ganzen Züge drüber fahren. Also wir sind schon kurz vor dem Bahnhof. Wir kommen pünktlich vor Abfahrt des Zuges an. Das ist voll cool, ich mag das. Und jetzt müssen wir unseren versifften Wagen hier hoch transportieren.
Wir sind jetzt auf dem Bahnhof drauf und hier ist ein Koffeingeschäft. Wir werden hier Kaffee kaufen gehen. Und dann gleich zum Zug hinlaufen. Aber ich glaube, der Zug, der kommt so in 10 Minuten oder so. Wir haben Koffein gekauft und jetzt fahren wir zum. Jetzt zu unserem Gleis hinlaufen. Unser Zug, der wartet schon auf uns. Jetzt hier einsteigen. Wir sind im Zug drin. Und. Wie heißt das nochmal? Der Zug ist warm. Das ist voll geil. Und wir sind schon losgefahren. Jetzt, keine Ahnung, vielleicht 3 Stunden Bahnfahrt und dann sind wir in Hildesheim oder so angekommen. Zum nächsten Umsteigbahnhof. Und hier stehen unsere, genau, ihr wisst schon, was das ist. Die stehen hier, genau, die stehen hier rum. Und momentan sind diese Plätze hier nicht reserviert, das ist cool. Deswegen haben wir uns genau hier hingepflanzt. Aber so richtig. So, hier diese Rückfahrt, die ist anders als die Hinfahrt. Mit der Rückfahrt. Das lädt gerade. Bei der Rückfahrt, da müssen wir in Hildesheim umsteigen. Und in Hannover, bevor wir in Bremen angekommen sind. Die Rückfahrt, die dauert insgesamt laut Plan 5 Stunden und 7 Minuten. Die ist anders als die. Ja, genau. Hinfahrt haben wir ohne Umstiege gemacht. Und guck mal. Wir sind jetzt gerade hier in diesem ECE drin. Also dieser Zug, der schneller ist als mein Kopf, also als meine Gehirnzellen denken können. Aber wenn wir in Hildesheim angekommen sind, dann müssen wir in diesen Eriks rein und dann in diese Regionalbahn. Das heißt, dieser ECE, also der schneller ist als meine Gehirnzellen denken können, das ist ein Bierzug. Aber die anderen beiden, das sind keine Bierzüge. Das heißt, es muss gleich genutzt werden. Erstmal einen guten Morgen dir. Das ist ein von mir entworfener Lifehack, dass in Bierzügen, wenn man das nutzt, dass die Zugfahrt schneller geht. Dann dauert es nicht so lange, bis man angekommen ist beim Ziel. Kennt ihr das? Wenn das hier so ein bisschen benutzt ist und dieses Geflattere von hier unten, da sind so ein paar Fäden auf und die kitzeln in der Nase. Das ist voll unangenehm. Das mag ich nicht. Wir fahren durch so einen Tunnel durch und langsam kommt so ein Druck auf diesen Ohren drauf. Das fühlt man. Jetzt sind wir von diesem Tunnel mit Druck drin rausgefahren. Noch 20 Minuten und dann sind wir in dieses Hildesheim angekommen. Und das ist unsere Umsteighaltestelle. Wir sind in Hildesheim angekommen. Das ist unsere Umsteighaltestelle. Und jetzt zum anderen Gleis laufen. Ich glaube, vielleicht 10 Minuten Umsteigezeit oder so. Aber das ist voll scheiße, dass der nächste Zug kein Bierzug ist. Guck mal. Hier. Unser Zug, der kommt hier angerollt. Jetzt hier einsteigen. Wir sind im Eriks drin und ich muss ganz dringend Urin machen. Und diese einzige Zugtoilette, die ist geschlossen. Defekt oder keine Ahnung. Oder irgendjemand hat sich dort eingeschlossen oder was weiß ich was. Das ist voll scheiße, aber egal, wir sind in 15 Minuten oder so in Hannover angekommen. Wir sind in Hannover angekommen und jetzt Umsteigzug suchen. Der kommt gleich in 10 Minuten. Oder so ungefähr.
Aber jetzt laufen wir zu dieser Umsteighaltestelle. Bahnsteig war nicht jetzt. Und dazu kommt angerollt. Jetzt hier einsteigen. Wir sind eingestiegen und jetzt begehe ich mich auf Toilettensuche. Ich habe gerade erfolgreich Urin gemacht. So, wir sind in Bremen angekommen. Die Bahnfahrt ging einigermaßen von der Länge her. Aber trotzdem sieht mein dreckiger Bart schon wieder so richtig schmierig und schmalzig aus, als wenn, wenn das mit ganz viel Tiersperma befüllt ist und was dann irgendwie versucht, irgendwie gerade zu wachsen. So fühlt sich das an. Und Marvin, sein Zug, der kommt gleich. Ja, er muss noch weiterfahren bis nach Bremen-Nord. Und ich muss Straßenbahn fahren, aber von mir aus sind das ja eh nur vielleicht 20 Minuten oder so. Bin ich auch hier zu Hause. Ich muss mich verabschieden. Ja, eine gute Tour. Auf jeden Fall. Ja, mach das nicht auf jeden Fall. Du musst wiederholen. Ja, der Beste. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit ganz viel Bier trinken. Ja. So, ich bin gerade doch Bus gefahren, anstatt Straßenbahn, weil der Bus, der kam viel früher an. Auf Straßenbahn musste ich ein bisschen warten, so ein paar Minuten länger. Und deswegen bin ich einfach hier am Bus eingestiegen. Und ich befinde mich genau da, wo dieser Bauhaus ist, da drüben. Also da, wo ich schon mal die billigste Klapserkarre von Bauhaus gekauft habe. Und Schrankscharniere und Glühbirnen und sowas. Und nochmals Grüße gehen raus an Helmut. Das war eine voll coole Tour gewesen. Und vielen Dank für die Einladung. Und ich werde jetzt nach Hause gehen. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Bis gleich. Oder nee, doch nicht. Ich hab Bier getrunken. Bierpower. Das finde ich voll cool. Ich mag das.